Jo, hallo. Ich wollte ein bisschen was zu Open Hardware erzählen. Ich komme hier so ein bisschen, bin natürlich ein bisschen unsicher. Es gibt natürlich wahrscheinlich viele Leute, die sich da sehr gut mit auskennen. Ja, und ich versuche einfach mal so ein bisschen von meiner Seite zu erzählen. Selber bin ich damit in Kontakt gekommen. 2007, da waren wir in Shanghai, Hannes Waldschütz und ich, und wir haben einen Toy-Sequencer gebaut auf Arduino-Basis damals, den Lötklaus Pro. Das war so ein Ding, da konnte man quasi Spielzeug hacken, das irgendwie dann an diesen Lötklaus anschließen, hinten und dann so Sequencer-Geschichten ablaufen lassen. Was ganz cool war, man konnte über einen der Regler konnte man sogar die Geschwindigkeit quasi, also wir haben die Toys so gehackt, teilweise, dass man die Sachen, auch die Prozessorgeschwindigkeit quasi modifizieren konnte und diese Kurven, die man da erzeugt hat, die auch aufzeichnen konnte und dann wieder abspielen konnte. Und das haben wir damals so als offenes Ding gemacht und zur Verfügung gestellt. Ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt den heutigen Ansprüchen von Open Hardware, und da will ich gleich ein bisschen drauf eingehen, genügen würde, aber es war auf jeden Fall irgendwie da. Es gibt es auch immer noch im Netz und ich glaube, es sind eigentlich nur diese zwei Dinger entstanden, aber sie wurden auch ein bisschen genutzt. Wir hatten auch auf MySpace, es gab vor 2 Wochen irgendwie dieses 50 Millionen Songs sind verschwunden Ding. Da habe ich dann mal geguckt auf unserem alten Lötbert-Account und da geht auch nichts mehr. Also da sind die half-naked in Shanghai. Es war nämlich super, super heiß. Wir saßen da irgendwie wochenlang am Küchentisch und haben da vor uns hingelötet, haben irgendwie die Elektronik zusammengesammelt und naja, auf jeden Fall die Sachen scheinen verloren zu sein, was ja auch verständlich ist. Ja, Open Source Hardware ist natürlich so ein bisschen ähnlich wie Open Source Software, aber komplizierter, weil es nicht nur darum geht, sich irgendwie eine Lizenz auszudenken, die man für passend sich erdenkt, sondern hat natürlich irgendwie andere Geschichten da noch mit drin, die es ein bisschen verkomplizieren. Was da so der Kernsatz von der Open Source Hardware Definition ist erstmal, dass Open Source Hardware, dass das Design öffentlich verfügbar ist, so, dass man es studieren kann, also irgendwie sich damit auseinandersetzen kann, es verstehen kann, zu versuchen nachzuvollziehen, das modifizieren kann, das verteilen kann, das machen und was ich besonders spannend auch finde, auch, dass man es auch verkaufen kann. Das ist auch eine wichtige Sache von Open Source Hardware ist, dass man die auch hinterher, ja, also nicht irgendwie so Creative Commons, Non-Commercial oder sowas, sondern dass man auf jeden Fall die Dinge auch ja, dann verkaufen kann. Es gibt einen Open-Ohm-Meter. Das ist irgendwie ganz gut. Das sind 8 Punkte, um zu checken, wie offen, denn die Hardware jetzt ist, die man da zur Verfügung stellt. Und man kann 1 bis 8 Punkte kriegen. Wenn man gar keinen Punkt hat, ist es keine offene Hardware. Das ist auf jeden Fall schon mal so definiert. Und dann kann man irgendwie, ja, in den anderen Kategorien geht es dann irgendwie weiter und da kann man dann Punkte sammeln. Also, dass die Sachen irgendwie publiziert sind, die Design-Files, dass auch irgendwie klar ist, wie man das zusammenbaut. So, dass es ein BOM gibt, Bill of Materials, dass es eine Aufforderung und eine Art gibt, wie man da irgendwie dran mitmachen kann. So, das ist auch was wichtig ist, dass die CAD-Files auch irgendwie in einer manipulierbaren, editierbaren Form sind, so, was natürlich oft schwierig ist, je nachdem, was für Software man verwendet, was auf jeden Fall eine Hürde sein kann. Die Assembly Instructions, dass man die anpassen kann, wenn man jetzt irgendwelche Fehler findet, Verbesserungen macht, so dass man nicht irgendwie das aus dem PDF rausziehen muss. Auch ein Fehler, den wir schon jetzt öfter gemacht haben in einzelnen Geschichten, so, was aber natürlich eigentlich sehr viel Sinn macht.
dass die BOM editierbar ist und dass alles eben in einer Lizenz ist, die auch eine kommerzielle Weiterverwendung irgendwie ermöglicht. Lars Zimmermann hat neulich irgendwie darauf hingewiesen, dass es eine viel schickere Variante davon gibt, die von dänischen Designern irgendwie nochmal in, eigentlich nur umgeschrieben wurde, aber auf 10 Punkte erweitert wurde und ja, einfach ein bisschen schicker ist. Es spricht dann vielleicht nochmal andere Leute an, wenn man sich an so einer schönen, optisch gut gestalteten Geschichte orientieren kann und auch so Checkboxen hat, wo man dann irgendwie sagen kann, aha, das ja, kann auch eine Motivation sein, um quasi noch zusätzliche Sachen hinzukriegen. Ich habe mal Projekte rausgesucht, die ich gut finde. Hive Tracker, das ist ein Projekt, wo Cedric, ein Freund von mir, dran arbeitet. Das ist quasi der Versuch, den Vive, also diese Vive-Tracker-Geschichte. Vive ist ja so eine HTC Vive, diese VR-Brille. Da gibt es so Lighthouses für, um quasi zu gucken, wo man gerade ist. Und da gibt es dieses eine Produkt, den Vive-Tracker, den die gemacht haben. Und Cedric und Kollegen haben versucht, das offen viel kleiner zu machen. Es gibt irgendwie so Ideen, das auf Ratten draufzusetzen und die dann irgendwie tracken zu können. Und es ist irgendwie so, und auf jeden Fall sehr spannend, also quasi so eine offene Geschichte zu einem proprietären, kommerziellen System dazu zu entwickeln, ohne irgendwie diese ganzen Informationen zu haben, wie das eigentlich funktioniert, dann das irgendwie Reverse Engineering-mäßig zu gucken, wie funktioniert es. Es scheint mit dieser neuen Variante jetzt sehr schwierig zu sein, weil sich da viel verändert hat, aber es geht auf jeden Fall so ganz okay mit der alten Variante und ist auf jeden Fall zum einen Hardware, die kompliziert ist mit vier Sensoren, um dann irgendwie zu gucken, wann, also das sind eigentlich, glaube ich, so Scan-Bewegungen, die der Laser dann irgendwie durch den Raum macht und dann muss man im richtigen Moment eben gucken, wo ist man eigentlich, was für eine Orientierung hat das und das muss alles sehr schnell gehen, das ist deswegen so timingmäßig ziemlich aufwendig. Ein anderes Projekt, was dann vielleicht auch schon so ein bisschen den Boden bereitet für Sandra und Isabel danach, ist das Stethoskop, was entwickelt wurde, was irgendwie anscheinend genauso gut funktioniert, wenn nicht besser, wie die Gold-Variante des Stethoskops. Ich weiß nicht mehr genau, was da die eigentliche Zielvariante ist, aber auf jeden Fall haben die sehr viele Tests gemacht, haben das gedruckt und sind so in der Lage, quasi für unter $3 in Material Stethoskope herzustellen, was super nützlich ist, wenn man sonst keinen Zugang zu Stethoskopen hat. Und ja, irgendwie eine beeindruckende Geschichte. Was ein bisschen schwierig ist, ist, dass die Sachen quasi für den kanadischen Markt oder in Kanada zusammengesammelt wurden. Da gibt es dann irgendwas bei Staples zum Beispiel, irgendeine Folie, die man da verwenden kann als Membran. Und in diesem Issue-Tracker ist es dann irgendwie, stand dann drin, oh, es ist sehr schwierig, das jetzt irgendwie so hinzukriegen, dass das, wo kriegt man jetzt hier irgendwie diese Folie, die es eigentlich nur in Kanada bei Staples gibt, wie kriegt man die jetzt hier an den Start und wo findet man die, wie findet man irgendwas Gleiches. Irgendwie haben Leute dann andere Sachen probiert, die aber irgendwie nicht die akustischen Properties haben. Und ja, also der Teufel liegt im Detail, glaube ich, bei solchen Projekten. Tarek Lubani war irgendwie auch letztes Jahr mal in den Medien, weil er also ein Doktor, der medizinischer Doktor, der in Kanada auch Prof ist und eben diese Sachen entwickelt. Der war im Gazastreifen und hat irgendwie erste Hilfe geleistet und wurde in die Beine geschossen, irgendwie einmal ins Knie und einmal in das andere Bein. Das war irgendwie so eine Headline letztes Jahr. Das war auch so ein bisschen noch die Geschichte, die haben auch so Sachen entwickelt, um quasi so Blutungen abzubinden, so eine,
so eine Konstruktion. Er hat gemeint, nein, verwendet sie nicht, hebt sie auf, andere werden sie noch nötiger brauchen. So, aber es war auf jeden Fall irgendwie schon auch eine bewegende Story, dass er dann quasi solche Sachen entwickelt und die dann gleich auch einsetzen könnte bei sich selber. Ein weiteres Ding, da Clear.org eben auch ein Otoskop, ich glaube Ohrenspiegel heißt es auf Deutsch, so ein Ding, um in die Ohren reinzugucken, mit Vergrößerungsglas, mit Licht und ja, ist 3D gedruckt und hat diese Vergrößerungsgläser da drin und es gibt sehr ausführliche Anleitungen, um das nachzubauen, was bestimmt auch total spannend ist, einfach mal Sachen sich zu nehmen und zu versuchen, die hinzukriegen und nachzubauen. Jetzt gar nicht zwangsläufig, um sie zu verbessern, sondern erstmal um zu schauen, ob das überhaupt funktioniert, ob man das hinkriegt, wo man irgendwie hängen bleibt. Ich habe nochmal ein bisschen genauer geguckt. Es gibt ein tolles Journal Open Hardware, Journal of Open Hardware. Ich glaube, Robert Mies ist auch in Berlin, ich kenne ihn nicht, aber da haben die sehr dezidiert nochmal geguckt, was sind eigentlich so diese Geschichten, was gibt es für Projekte. Die haben auch versucht mal zu gucken, 132 Projekte zusammengesammelt, die bestimmten Kriterien entsprechen, unter anderem auf der Grundlage, dass es irgendwie komplexe Geräte gibt, die nicht Software-Hardware-mäßig erstmal primär sind, sondern eher mechanische, komplexe Konstruktionen sind, die man zusammenbauen muss, und haben die sich genauer angeguckt und haben auch dann geschaut, wie die eigentlich mit diesem Open Meter quasi und den verschiedenen Sachen, die da an Evaluationskriterien für die Openness von Hardware zur Verfügung stehen, wie man die evaluieren kann. Also fand ich auf jeden Fall eine gute Quelle. Und da habe ich jetzt noch ein paar Sachen rausgeholt. Da sind so verschiedene Dinge übereinander gelegt worden. Also zum Beispiel die Frage nach Product Openness versus Process Openness. Also erstmal die Frage, okay, wie kann ich irgendwas nachbauen, wie kriege ich es irgendwie so hin, dass es wirklich funktioniert, dass da alles da ist, dass ich die Teile irgendwo herbekomme, dass sie auch möglichst, dass es Teile sind, die ich auch leicht bekommen kann, was ja oft irgendwie in kommerziellen Zusammenhängen auch ein Kopierschutzmechanismus ist, dass man dann irgendwie mal eine Schraube nimmt, die einfach nicht dem Standard entspricht und dadurch dann genau an der Stelle, wo man eigentlich irgendwie die Schraube erwarten würde, dann die falsche einsetzt, weil das eine Spezialanfertigung ist, und wenn man das dann macht, dann ist es so eine Sollbruchstelle. Also es gibt auf jeden Fall so Wege, die das Gegenteil hinkriegen. Und also dieser eine Block ist diese Product Openness und die andere Sache ist diese Process Openness, dass man wirklich irgendwie möchte, dass Leute daran weiterentwickeln, dass sie den Zugang haben, dass sie die Aufforderungen dazu haben und dass man gemeinsam Projekte voranbringen kann. Ja, also so dieses Study, Make, Distribute und Modify als Freedoms, die auch auf dieser Open Source Basis quasi davon abgeleitet sind. So. Die haben sich auch angeschaut, wo diese 132 Projekte, die sie da zusammengesammelt haben, wie weit entwickelt die sind, und haben gesagt, okay, 70% davon kann man wirklich irgendwie auch nachbauen. Es gibt 14, die nur Konzept sind, 26, die in so einem prototypischen Stadium sind, und ab da kann man dann irgendwie auch was damit anfangen. Also so Production-DIY-Geschichten, Kit-Geschichten, die man irgendwie schon, wo man die Teile so zusammengestellt schon kaufen kann, sie dann selber bauen kann, oder eben das Produkt, was man dann fertig erwerben kann. Ich glaube, die große Frage, da gehe ich heute jetzt nicht so richtig drauf ein, aber ist natürlich auch, was sind so kommerzielle Wege, um trotzdem Geld damit zu machen, was man da entwickelt, weil natürlich ist irgendwie so ein Label wie Open Source Hardware ähnlich wie vielleicht irgendwie ein Bio-Label auf einem Gemüse oder sonst irgendwas, ist natürlich so ein positiver
aufgeladener Faktor, den alle irgendwie gerne hätten. Aber dann ist natürlich auch immer die Frage, wie ernst meint man es denn da eigentlich mit und wie kann man es hinkriegen? Das, was ich da so rausgelesen hatte, war das auf jeden Fall so das Branding von irgendeinem Namen, so wie Arduino, dass das halt irgendwie so das ist, worüber man trotzdem irgendwie auch ja, ein Brand aufbauen kann und dann irgendwie Sachen zur Verfügung stellt, das auch halbwegs ernsthaft macht, aber trotzdem irgendwie auch viel ja, Geld letzten Endes machen kann damit. Hier habe ich auch nochmal gesehen, dass diese Edible-Geschichten, also die Frage nach, ich glaube, also so in diesem 2007 Lötbernd-Projekt waren wir total froh, dass es irgendwie funktioniert hat und dass man es irgendwie online gestellt hat und dass man es hätte benutzen können. Es gab auch keine direkte Aufforderung, wie man das machen kann. Es waren Eagle-Files, das heißt auch irgendwie eine proprietäre Software, die da als Grundlage verwendet wurde. Ja, man sieht irgendwie, dass hier diese ganzen Sachen immer, also available ist irgendwie ziemlich viel jeweils. Vor allen Dingen die CAD-Files, aber so diese editable-Geschichten sind ziemlich wenige. Und auch jetzt von der, in dieser Skala von 1 bis 8, also nicht die dänische Variante, sondern die klassische OpenOmeter-Variante, gab es nur 11 von diesen 132 Projekten, die quasi den Goldstandard dann hinbekommen haben. Dann sieht man so ein bisschen die Verteilung, so viele kriegen so die Hälfte davon ungefähr hin. Was ich noch gut fand in dieser grundsätzlichen Definition ist, dass man auf der einen Seite readily available components and materials verwenden soll, weil es halt wirklich gar keinen Sinn macht, so eine Anleitung zu haben, wenn man das Zeug nicht herbekommen kann. Und dass man natürlich irgendwie im Idealfall Open Source Design Tools verwenden soll, um wirklich irgendwie Leute auch dazu zu bringen, das nachbauen zu können. So. Und das ist aber irgendwie, das ist auch eine Riesenhürde, glaube ich. Also das ist halt auch echt eine Schwierigkeit, weil selbst wenn ich mich darauf einlasse, offene Produkte irgendwie herstellen zu wollen, kenne ich natürlich dann wahrscheinlich im Standardfall als Produktdesigner irgendwelche bestimmten Tools so und die sind halt eigentlich oft nicht offen so und deswegen habe ich jetzt nochmal zum Abschluss, bevor ich in Fragegeschichten überleite, nochmal irgendwie so Software, die ihr wahrscheinlich eh kennt, aber nochmal rausgeholt. Keycard für PCBs, was irgendwie eine ziemlich starke Geschichte ist, um Platinen zu machen. OpenSCAD, was eigentlich super cool ist, wenn man Bock auf Programmieren hat und irgendwie jetzt zum Beispiel bei der Open Health Academy, die wir gemacht haben, wo ihr vielleicht gleich noch was zu erzählt, haben auch mehrere Leute jetzt irgendwie OpenSCAD benutzt, das teilweise auch zum ersten Mal verwendet und quasi dieses parametrische Design verwendet, was eigentlich auf jeden Fall eine tolle Geschichte sein kann. FreeCAD ist, habe ich mir auch angeguckt, ist kompliziert, aber irgendwie eigentlich auch ziemlich stark so, aber ich fand es ziemlich schwierig, mich da reinzudenken mit den verschiedenen Constraints, die man da so anlegen muss. Arduino, einfach einer dieser großen Player, wahrscheinlich so wie RepRap als 3D-Drucker-Ursprung. Und jetzt habe ich noch zwei so FPGA-Geschichten, wo ich mich noch nicht so richtig rangetraut habe, aber so Field Programmable Array-Geschichten, weil ich es eigentlich irgendwie total spannend finde, wenn man quasi sich die Computerchips, das Design der Verschaltung von Transistoren, wenn man die lösen kann über Software-Geschichten und so nach und nach entstehen eben jetzt erste offene Toolchains, die da auch irgendwie vernünftig funktionieren, was natürlich total gut ist, wenn man jetzt irgendwie so zeitkritische Anwendungen hat, kann man da wirklich was hinkriegen und das dann irgendwie auch teilen und hat dann wieder irgendwie Plattformen, wo man quasi Hardware über Software abgebildet hinkriegen kann. Ja, es gibt drei Open Hardware Journals.
Hardware X ist von den Bösen, aber irgendwie trotzdem offen und zumindest diese Sparte ist irgendwie frei und ohne Paywall zugänglich und da gibt es ganz coole Projekte. Das Journal of Open Hardware, da war diese eine Publikation, die ich vorher zitiert habe, raus. Was ich da auch ganz cool finde, ist, dass da ein bisschen auch der Gedanke dahinter steht, dass man Dinge statt sie, also um sie sicher in den öffentlichen Fundus irgendwie zu überführen, da publizieren kann in einer sehr detaillierten Art und Weise und dadurch irgendwie klar sagen kann, okay, die sind da, die kann man jetzt nicht irgendwie einfach, kann nicht jemand anderes kommen und sie patentieren und sie dadurch wieder closed machen, sondern sie sind halt einfach in einer klar dokumentierten Variante vorhanden. Und Gosch, also es gibt einfach sehr viel Open Science Geschichten, so am CERN ist ganz viel, wo Messgeräte und alles Mögliche offen entwickelt werden, weil das auch so ein Bereich ist, wo sich es eigentlich lohnt, weil die Sachen so wahnsinnig teuer sind, wenn man sie proprietär kauft und dann vielleicht trotzdem nicht den Anforderungen entsprechen, dass es eigentlich sich total lohnen kann, sich da wirklich reinzufuchsen so, und Dinge zu entwickeln und ja. Ja, und irgendwie wäre ich damit schon am Ende der kurzen Präsentation, würde dann überleiten, glaube ich, zu Isa und Sandra, aber stehe auch erstmal noch für Fragen zur Verfügung. Dankeschön, Daniel. Hat jemand dazu noch eine Frage? Ja, mir ist nicht ganz klar, warum das Bill of Materials editierbar sein muss. Ich habe selber ein Open Source, Open Hardware Projekt gemacht mit KiCad. Das sind die CAD-Dateien, sind frei. Wenn man einfach im Programm sagt, exportiere das, dann ist es da. Also das verstehe ich nicht. Ich glaube, es ist halt ein Spezialfall natürlich, weil also jetzt die Sachen, die natürlich auch vorkommen, sind Sachen, die überhaupt gar keine Elektronik drin haben. Und es macht ja trotzdem Sinn, wenn ich jetzt irgendwie weiß, ich brauche irgendwie den Schaumstoff und ich brauche dieses spezielle Ding, dass ich irgendwie diese Dateien, sobald ich irgendwie merke, da gibt es auch eine Alternative, die funktioniert auch, die funktioniert vielleicht besser oder so, dass ich die, also ich glaube, ich vermute, es geht hauptsächlich darum, dass man wirklich sagen kann, man entwickelt weiter und man wird irgendwie als, es gibt keinerlei Hindernisse, die einem in den Weg gelegt werden, um wirklich einfach eine nächste Variante davon zu machen. Und man muss nicht erst irgendwie gucken, wie hole ich die Sachen jetzt aus einem PDF zum Beispiel raus oder sowas. Das wäre so meine Mutmaßung. Dazu kurz eine Anmerkung. Wir haben im Herbst zwei Subwoofer gebaut und es gibt eine relativ große Subwoofer-Selbstbauszene im Internet. Aber das Problem ist, ganz oft findest du einfach nur ein Bild, so von vorne und von der Seite. Und das erfordert dann, dass man sich hinsetzt und selber irgendwie rauskriegt, wie dick ist jetzt das Holz und was für Holz und sowas. Und dann gibt es sehr wenige, aber sehr gute Anleitungen, die wirklich sagen, irgendwie dieses Holz, diese Schrauben so und so machen, da und dahin bohren. Ich schätze sowas. Gibt es? Ich störe mich nur daran, wenn ich eine Liste von Hardware habe, also die von Materialien habe, dann kann ich die natürlich auch verändern. Also ich meine, der Witz ist ja, dass ich ein komplettes Design habe und ich kann es dann anpassen. Das ist ja die Schönheit davon. Also das kann doch jeder editieren, also egal. Ja, wobei, also keine Ahnung, wir haben zum Beispiel so Open Lights gemacht und die dann als PDF-Anleitung und dann merkt man, da ist irgendwas falsch. So ist natürlich total cool, wenn einfach alle Source-Files davon zur Verfügung stehen und ich die Anleitung dann auch irgendwie einfach anpassen kann, sagen kann, oh, mach das mal so, das könnte irgendwie vielleicht besser sein. Aber ja, ich bin da auch. So, mehr Fragen? Ja, gibt es einen Grund, warum LibreCAD nicht dabei war? Ich hab wirklich einfach nur ein paar Sachen mal zusammengeschmissen, aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit will ich da erheben. Aber ist für 2D-Geschichten auch fein, also so.
Ja, ich wollte einfach nur kurz einen Hinweis geben. Also ich arbeite bei Open Source Ecology in Deutschland und wir haben auf dem wiki.opensourceecology.de da muss man einfach nur den Begriff Software mal suchen, eine Seite, wo alles aufgeführt ist und super gut dokumentiert ist. Sicher kann man das noch erweitern, ist ja ein Wiki, kann man gerne sich beteiligen, aber da ist schon genau bei Hardware sozusagen, bei Hardwareentwicklung, glaube ich, eine ganze Menge Ressource da, um mal nachzuschlagen, was es so gibt. Gibt es noch mehr Fragen? Okay. Doch? Alles klar. Das ist noch eine Frage. Ich wollte nur kurz auch hinzufügen, ich arbeite mit Hardware im Science-Kontext. Also es ist gerade auch eine steigende und wachsende Bewegung in der Science-Community. Und sehr wichtig für alle Unis, nicht nur im globalen Süden. Ich bin in Africa OSH aktiv und wir organisieren gerade den Summit in Tansania, der nächste Woche ist. Genau. Und das ist aber auch durchaus relevant für alle Unis und Research Institutes weltweit. Oh, sorry. Vielleicht noch? Nee. Alles klar, dann komme ich mal. Genau, weil das ja jetzt zu dem Thema passt und nicht dann zu unserem Vortrag. Tim, der sich gerade schon zu Wort gemeldet hat bei Open Source Ecology Deutschland, die machen jetzt gerade den Prozess oder starten gerade den Prozess und man kann sich noch beteiligen, eine Open Hardware Spezifikation bei der DIN tatsächlich durchzusetzen. Also wir haben jetzt gerade das Projekt gestartet, es gibt regelmäßige Treffen. Und wer sich dafür interessiert an einem DIN-Prozess, was erstmal so ein bisschen Hilfe ist zum Thema Open Hardware, kann sich wahrscheinlich am besten gleich mal mit ihm zusammensetzen. Genau. Ja. Mit dem Mikro aber natürlich nur. Ja, auch gerne, wie sich das unterscheidet oder was da. Genau, weil das ist, glaube ich, extrem wichtig, das nochmal darauf hinzuweisen. Also es geht um ein DIN-Spec-Projekt. Muss man erstmal wissen, DIN-Spec sind immer frei verfügbar. Ne? Also das sind so kleine Normen. Und es gibt eben drei Dinge, die wir dort entwickeln. Wir nutzen sozusagen das Vehicle DIN, weil es akzeptiert ist, auch nicht nur von den DIY-Leuten, da wird es eher abgelehnt, sondern eher aus der ganzen Industrieszene und unternehmerischen Seite her. Und wir versuchen halt, da mal ein bisschen frischen Wind reinzubringen, weil ich glaube, das DIN-Ding ist halt so ein bisschen veraltet, so mit den klassischen Normen. Und wir wollen es frei verfügbar machen. Und da gibt es eben die DIN-Spec, aber wir haben gesagt, okay, wir wollen diese Möglichkeit über den DIN auch mehrfach nutzen und wir haben drei Dinge eingereicht dort, die wir jetzt eben umsetzen. Das eine ist eben die DIN-Spec, wo es so ein bisschen darum geht, mal die Definition, mal so eine Art Checkliste, dass man mal so ein Mini-Handwerkstool hat, woran man sich orientieren kann, auch so ein bisschen als Qualitätscheck, so ein bisschen wie das Open-O-Meter, aber gar nicht so detailliert dann. Und dann gibt es eine Guideline, die wir selbst als Open-Source-Projekt hosten wollen. Also wir arbeiten insgesamt mit 35 internationalen Leuten zusammen, die aus irgendwie 25 zunehmend mehr Organisationen, wer sich da anschließen möchte, ist herzlich willkommen. Also es ist ein relativ großes Projekt und gleichzeitig entwickeln wir das Observatory, was ihr teilweise jetzt gerade gesehen habt in der Präsentation von der Arbeit von Jeremy Bonvasion und dem Robert Mies, ne, aus Berlin. Und da gibt es da das Open Source Hardware Observatory, wo man so ein bisschen nachschlagen kann, was es schon alles an Open Hardware Projekten gibt. Und wir haben jetzt zusätzlich Crawler zum Einsatz gebracht, die sozusagen das Internet durchforsten. Und wir haben jetzt mehrere Tausende von Projekten rausgesucht. Wir sind dabei, noch zu filtern und zu sortieren. Manches ist auch noch ein bisschen Handarbeit. Und das Ganze auf einer Plattform zur Verfügung zu stellen, die dann als Suchmaschine zur Verfügung steht. Da entsteht also gerade im Hintergrund extrem viel und wer da in irgendeiner Weise aktiv ist oder aktiv werden möchte, ist wirklich super herzlich willkommen, da mitzumischen. Jawohl. Ja, danke für den ganzen Input und danke an Daniel. Dann geht es jetzt auch schon weiter.